die Muskeln halten, Alter. Die Muskeln halten. Ohne Skateboard, aber dafür mit dem Rollstuhl. Für den inklusiven Filmwettbewerb ganz schön anders, No Limits, dürfen die Schülerinnen und Schüler der IGS Stöcken und Kinder und Jugendliche mit Behinderungen der Leibniz-Schule vom Profi lernen. David Lebusa ist deutscher Meister im Rollstuhlskating und zeigt, dass man mit einem Rollstuhl nicht auf Sport verzichten muss. Parallel soll im Zuge des Wettbewerbs ein Film darüber entstehen. Zum einen können die Schüler hier eben probieren, mal Rollstuhl zu fahren, lernen dabei, dass es eben Spaß machen kann, dass man auch ganz abgefahrene Sachen mit dem Rollstuhl machen kann. Und zudem wird das eben gleich auch noch festgehalten und die müssen sich mit dem Thema, das heißt auch in der Folge sozusagen auseinandersetzen, wenn die Filme zusammenschneiden und lernen natürlich da dann eben auch nochmal das Thema selbst zu beleuchten. Den Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern will er zeigen, ein Rollstuhl kann mehr als nur Hilfsmittel sein. Aber es sollen eben auch bei den Skate-Workshops generell eben einfach erstmal für die Leute, oder gerade hier, wo jetzt keine Rollstuhlfahrer, keine echten Rollstuhlfahrer sozusagen dabei sind, dass sie erstmal wirklich den Rollstuhl kennenlernen, eben als nicht nur staubiges, graues Hilfsmittel, sondern eben wirklich als Spaß- und Sportgerät. Und dann eben auch hoffentlich so ein paar Barrieren in den Köpfen abbauen, dass die sich eben auch trauen, auf Rollstuhlfahrer zuzugehen. Lernen und Barrieren abbauen. Das ist das Ziel des Film- und Rollstuhl-Skate-Workshops. Dabei kommt der Spaß für die Kinder und Jugendlichen nicht zu kurz. Ich fand auch den Rollstuhlfahrer auch gut. Ich fand, dass ich die Kurve da auch und ich mich gedreht habe, dass die Kurve gefahren war. Das war gut. Ich fand das Rollstuhlfahren gut und hat mir Spaß, sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste, dass es Rollstuhlfahrer gibt, die Basketball oder so spielen, aber ich finde das ganz cool, dass das auch geht und so. Zwar ist der Tag für die Kinder und Jugendlichen eine neue Erfahrung, für Lebusa ist es aber eine Erinnerung, was ihn zum Sport motiviert hat. Ganz nach dem Motto, ganz schön anders, no limits. Die Limits, die ich mir eigentlich selber gesetzt habe, durch die Vorurteile, die ich im Kopf hatte, die existieren nicht. Und dann war für mich klar, nicht die anderen, die immer sagen, das geht mit dem Rollstuhl nicht, setzen die Limits, sondern nur du selbst und deine eigenen Fähigkeiten. Und daran kann man arbeiten. In dem Sinne, no limits heißt eben, man kann immer noch besser werden, man kann immer noch was erreichen und man sollte sich nicht davon einschränken lassen, dass andere jetzt sagen, das ist nicht möglich. Alle Schülerinnen und Schüler zwischen der 7. und 10. Klasse können ihren Beitrag für den Filmwettbewerb noch bis zum 15. Februar einsenden. Anschließend findet die Preisverleihung dann im Astor Cinema in Hannover statt.